Wir haben echt nicht mehr viele Leute. Da. Das ist auch noch der der böse Mensch. Da drüben. Es sind halt wirklich irgendwelche Vampire, Alter. Oh fuck. Wenn alle Leute sterben, musst du nochmal anfangen. Eigentlich schon, ja. Ist der Obervampir? Nope. Well. Scheiße. Nee, gerade habe ich beim Zielen gewartet, bis es rot wurde, aber es wurde nicht rot. Zielen ist funny in diesem Spiel. Zielen ist funny. Fahnenkreuz wurde ja schon teilweise rot, obwohl ich nicht gesehen habe, dass da was ist. Oh mein Gott, es ist so dunkel. Ah, dankeschön. Und jetzt gerade habe ich ja auf das Ding drauf gezielt, aber es wurde nicht rot, deswegen habe ich nicht gedrückt. Google mal, wie du zielst. Ja, es ist funky. Es ist richtig funky. Nee, also vorhin die Schießereien, wo ich getroffen hatte, da, ne? Fahnenkreuz muss rot werden. Es ist halt nur weird, wo man hinzielen muss. Also, weiß ich nicht. Es ist manchmal ein bisschen dubios alles. Okay, wir haben noch einen Keks gefunden. R19. Okay. Das, wir legen den Keks wieder zurück. Dann kann ein anderer ihn auch noch genießen. Ha! Noch ein Bingo! Warte, was soll das jetzt? R19? Scheiße, hat einer aufgepasst? Moment. Wir gucken nochmal. Wir schreiben es in Chat, ihr Lieben. Wir schreiben es alle mal in Chat. Ja, R19. Okay. Ich schreibe mal 15. R19. Sehr gut. Ah, okay. Jawohl. Mit dem Brecheisen. Drago, nicht 91. Okay, wir gehen wieder zurück. Er ist ein Smarter. Ey, vielleicht war das Glück im Unglück mit diesem Stangenhalten. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir haben es jetzt noch. Just saying, wir haben es jetzt noch. Ne? Hätte ich es in das Vieh reingepumpt, hätten wir es nicht mehr. Oh Gott, ey. Hörst du Joey noch? Nein. Ja, wir haben eine neue IBAN. Ich mache noch ein Konto auf, nur dafür. Joey ist dead, Mann. Wir haben versucht, ihn zu retten. Wir werden nie wieder so geile deine Mutterwitze hören. Warte, wer von denen hatte noch eine Brille? Es steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Die Buchstaben sind die B. Ja, das ist. Gibt's denn die Big, ja. Ja, hier stimmt was ganz und gar nicht. Das haben wir aber schon festgestellt, würde ich behaupten. Oh, jetzt müssen die auch noch tiefer gehen. Wie tief ist das Scheißloch? Danke, ich hab's mich auch gerade gefragt. Das ist frisch. Das ist ein echt solider Felsen. Sind die Viecher etwa dadurch? Ich will nicht bleiben, um es herauszufinden. Nee, Mann. Ich auch nicht, Bruder. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Alles klar. Ich denke, jeder stirbt. Echt, ich. Also, wenn alle sterben, muss ich es ja wirklich nochmal spielen. Verletzt. Das ist jedenfalls sicher. Gerade bin ich froh, wenn einer durchkommt, Alter. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Das ist ein anderes Kaliber als The Quarry, ne? Scheiße, Mann. Vor allem haben wir auch keine Leben, ne? Erinnert euch, der Typ, der da im Gebüsch rumgewühlt hat und sich nichts mehr erkennen gegeben hat. Nun, er hatte eine Schönheits-OP, würde ich behaupten. 7. Dezember 1946. Dezember? Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte.
Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. Ein bisschen, ja. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Keine Beschreibung zum Thema Zielen. Ich glaube, also, ne? Fahnenkreuz muss rot werden. Das ist halt nur schwierig zu raffen in dem Moment, was das Spiel von dir will. Also, wo du hinzielen sollst. Wahrscheinlich hätte ich auch auf ein Bein oder so zielen sollen. Und ich habe halt irgendwie Brust vor so angezielt. Was haben sie da gefunden? Bisschen weird. Und ich muss bei Dynamit gerade die ganze Zeit an diesen Typen aus Atlantis denken, den sie dabei hatte mit dem Dynamit. War er Franzose? Ich glaube, er war Franzose. Mit seiner Kiste voller Sprengstoff. Vorne freigeschaltet, okay. Ich glaube, er war Franzose, oder? Atlantis muss ich auch nochmal sehen. Das ist so abgefuckt. Ja, das wurde schon ein paar Mal rot, Alephine. Also wir haben schon Dinge abgeknallt. Ich bewege mich mal zum Licht. Es hieß ja auch der lange Pfad, ne? Wir sollten nicht Prophezeiung hier und so. Vielleicht ist er nicht allein. Also, ne, wo wir zum Beispiel mit der Pistole, als wir der, Salim waren. Joey, bist du das? Komm ins Licht, Joey. Aber also nicht das Licht, sondern das hier vor uns. Heftig, rein da. Oder vorsichtig, immer mit der Ruhe. Ja. Langsamer. Hier stimmt was nicht. Ja, ich weiß, Leute, ihr habt Bock, Kerngedanke rein da. Aber wir haben echt nicht mehr viele. Siehst du? Rein da. Wir haben echt nicht mehr viele Leute. Da. Das ist auch noch der der böse Mensch. Nee, aber so viel zum Ziel, ne? Warten, bis rot ist und dann abdrücken. Ich verkacke immer automatisch, wenn ich drücke, bevor es rot ist. Dann ist immer vorbei. Wie, du hast Granaten? Muss ich was drücken? Nee. Nein, wir wurden getrennt. So gehen Horrorfilme los, Mensch. Achso, nee, warte mal, wir sind ja schon drin. Oh, fuck. Scheiße, Ura. Hier Mailman 3 an Mailman 2, 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hallo? Hier Mailman 3 an Mailman 2, 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Oh nein. Ziel dahin! Oh, es ist echt nicht leicht, Leute. Es ist echt nicht leicht, okay. Finden wir noch einen Keks? Nee. Scheiße, Alter. Ja. Ich bin on High Alert hier, Alter. Da vorne, da ist ein Dämon. Ja, Mann, wir sind alle cool, okay? Alle cool. Alle cool. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Die Kugeln verlangsamen sie nur.
Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Ich habe gesehen, wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt hat. Wir müssen außen herum. Ich mag ihn. Bin bereit. Dann mal los. Ja, Salim ist ein Guter. Der hat doch gar keinen Bock hier, weißt du? Der hat keinen Bock auf Krieg, der hat keinen Bock hier zu sein. Alter, pass bloß auf, wo du... Ja, wo du hin... Jetzt, okay. Fokus, Alter, Fokus. Ich muss aufpassen, Mann. Schwarz-weiß, schwarz-weiß. Augen angeklebt an den Bildschirm. Nicht blinzeln, nicht blinzeln. Shit, ich hab geblinzelt. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Das habe ich aber auch gedacht, Rero, mit der Metallstange. Noch nie habe ich etwas so... Ja, genau. ...bösartiges gesehen. Genau. Ihr habt beide recht, mit der Metallstange. Habe ich kurz gezweifelt, war es richtig Stil? Also, ne? Ist das so praktisch, die auch zu haben. Dinge? Scheiße, Mann, ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Keine Ahnung, was sie sind. Ich will hier weg. Ich sollte bei meinem Sohn sein. Du hast recht. Familie ist alles. Ich sollte gar nicht hier sein. Er hat heute Geburtstag. Oh Mann. Du solltest echt nicht hier sein. Wie alt? Noch ein Kind, aber alt genug, sich für einen Mann zu halten. Gerade 18 geworden. Wow. Großer Tag. Großer Tag. Pass auf. Das beste Geschenk, das du ihm machen kannst, ist heute heimzukommen. Die wären noch Bros hier. Die wären richtige Bros, Alter. Nur deshalb habe ich nicht aufgegeben. Fahr mal den Puls ordentlich runter. In nicht, dass der, solltest du meinen nicht, dass ein Herrschlag vor dem Monitor... Nikkei. Ja, ne? Das wäre mal ein geiles Feature. Mann, Lieutenant. Das wäre mal ein richtig geiles Feature. Iraker Armee. Puls runterfahren, okay. Krieg ich hin? Vielleicht. Shukran, Yahui. Hier ist Mainman 2-1, Actual Mainman 3. Hörst du mich, over? Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben.
Ja, wie oft wollen sie doch wieder... Ja, ey, ich meine, ey, die stehen alle unter Schock. Das ist alles Kacke einfach. Versteck dich. Los. Ich glaube, das ist es einfach. Los. Morgen ist dein ein Jahr Follow-Jubiläum? Damn. Alles gut, Nick? Nee, das war irgendwas anderes. Wer weiß, was da kommt, Alter. Ach so, heftig. Nein. Nein, 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 nein. Ja, alles gut. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Und da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Genau, weil wir lassen ihn gehen, weil warum sollten wir jetzt ihn verraten? Weil unser anderer Kumpel auch schießwütig ist. Waren vielleicht meine Entscheidungen, aber es ist ihm jetzt aufgestempelt worden, ne? So. Nee, wahrscheinlich hat er nicht vergessen, dass wir auf den anderen Iraker geschossen haben. Der da weggerannt ist. Ich wollte gerade sagen, macht er jetzt erstmal einen Livestream? Holt er da eine Cam raus? Gleich knallt's. Oh, damn. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Ich glaube, slash follow age kannst du machen, um zu sehen, wie lange du folgst oder slash follow nur? Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Ach doch, ja. Ah, okay, war's doch. Okay. Ja, und die beiden, die sind halt Bros. Auch wenn es manchmal ein bisschen heftig wird, aber... Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Und die haben sie jetzt neu aufgebaut? Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solche Städte hier einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Ich wollte gerade sagen. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Ah, es läuft immer ab. Scheiße. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Jetzt. Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Jetzt kommt die Backstory. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Besorgt. Wir sind nett. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er. Oh, geht dir das gar nicht nah? Vorhin hast du diesen Hirten erschossen. Den starken Mann zu markieren, wird das nicht wieder gut machen. Wir müssen noch die Ostflanke. Der hat das gesehen. Augen auf. Gehen wir. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Ich komm immer wieder, Alter. Was? Barbie mega heiß? Von welcher Barbie reden wir? Oh, fuck. Und ja, ich habe den Typen vorhin erschossen, das hat er gesehen. Oh, das war scheiße, aber ich war so ein bisschen paranoid, weil die ja auch Waffen in ihrem Haus hatten, die Hirten. Ja, eine Hirte braucht keine AK, Alter. Deswegen war ich so, nee, der rennt da jetzt und dann, weiß ich nicht. Ne? Ich war ein bisschen on edge, weil wer weiß. Von den Plastikpuppen.
Nee, die hat's mir nie angetan. Wir sind in dieser Kammer gelandet. Ah, ja, da ist vorbei. Ja, ist okay. Sorry, Leute, wir werden alle. Wir erinnern uns. Hä? Hier war Party vor. Da war ich der Hölle noch nie. 4000 Jahren. Ja, war 2000 Jahre vor Christus, 2012. Jetzt sind wir im Jahr 2000. Ja, über 4000 Jahren. Vielleicht finden wir ein Schwert. Scheiße. So, Gestank, tot, unerträglich. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Ja, yeah, you fucked up. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Ja. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Ja, ey, aber auch darum zu sprengen und zu ballern ist halt auch übelst kacke. Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ja, was Seltsames? Ach, echt jetzt? Ich freue mich auf schon auf den nächsten. Yo, ich auch, Bruder. Ich weiß, wir sind auch schon fast eine halbe Stunde drüber. Es ist sehr fesselnd. Es ist scheiße fesselnd. Es ist ein nices Game. Es macht richtig Laune. Macht mir richtig Laune. Euch auch, glaube ich. Oh, fuck. Oh, fuck. Stolperdraht. Ah, Rachel lebt ja noch und die haben ja den Stolperdraht wieder hingesetzt. Ich werd das so hart verkacken und eine Granate wird sie einfach zerfetzen, oder? Warte mal, von da sind wir gekommen, glaube ich. Ah. Ah, nee, hab ich schon gesehen. Ich sehe das leider jetzt schon, wie ich dann in dem Moment fettfingere, weil ich einen Puls habe, weil mich irgendwas verfolgt. Und dann die scheiß Granate hochgeht. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch. Haben wir hier unseren Homie nicht damals zurückgelassen? Perfekt. Na, damals. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Oh Gott. Wegen dem Bingo. Ja, Mann. Das mit Rachel war mir schon klar. Bestücken wir die Seiten. Ja. Damit rechnen die feigen Biester nicht. Mach einfach. Ich glaube, das ist... Ja, es wäre auch sonst zu langweilig. Ist ja auch so. Also, ja. Hast ja recht.